Ja, herzlich willkommen heute im Video. Heute wird dieses wunderschöne Auto hinter uns, hinter mir besser gesagt, denn mein Name ist Andy. Ja, ich habe mich ein bisschen verändert, heute mal nicht rasiert, aber sonst geht es mir eigentlich recht gut. Ja, geht's los mit dem Video. Haut rein, viel Spaß. Wir werden heute Reifen wechseln. Du brauchst das ja gar nicht schnell gehen, das hörst du ja auch so schon. Nee, da hast du es nicht, du musst schon. Das ist aber zentral an einer Stelle, das ist das Radlager. Ja, ne? Ja. Ich glaube, das ist die Temperatur von der Bremse gewesen. Das ist das Radlager. Es ist nicht die Bremse! Da freuen die Vögel sich sogar. Ja. Ich rede die ganze Zeit durchs Bild. So, sorry. Ich kenne das von den unprofessionellen Leuten. Ja, sorry. Noch nie im Leben ein Video gemacht habe. Das Professionalität. Kommt der Anfang eines Videos. Das ist der professionellste Teil. Ja, 40 Euro, legal, kauf dir. What? Kann ich empfehlen, hol dir den. Wie cool ist der denn? Ja, ja, das ist mega geil, du kannst die Düse rausnehmen, ne? So, flupp, und dann kannst du, der ist 50 cm halt, ne? Digga, wie geil, meine ist kaputt. Meine hat einen Tropf gemacht. Meine auch. Wo ist denn so bewegt? Trinke ich hier den. Ja, Mann. Ey, da haben wir ja beide was gewonnen, ne? Der schickt mir erst einen Link für die Amazon für einen geilen Rucksack. Jetzt kriegt der einen Link für einen geilen Wasserhahn. Wir sind alt. Wir freuen uns über Rucksäcke und Wasser. Wir sind fucking alt. Wenn wir noch ein bisschen älter werden. Warte mal, Marc. Ich habe hier einen richtig, richtig bequemen Jagenstuhl. Guck mal, der hält sogar die Schuss. Früher hat man irgendwie untereinander Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh!-Karten getauscht oder Autoquartett. Heute, weil wir alt sind, freuen wir uns, wenn wir günstig einen Rucksack für Kameras holen können oder günstig einen Wasserhahn bekommen, der normalerweise 129, 180 Euro kostet und wir den für 40 kriegen. Wattenleben. Was wir jetzt tun, ist also Luft in die Reifen rein, dann ziehe ich die nach und dann sind wir auch schon durch. Ich werde noch ein bisschen Scheiben klar reinfüllen, also nachfüllen, also Scheibenfrost. Und dann bin ich eigentlich schon durch. Vielleicht mal ein bisschen durchsaugen, staubsaugen. Und dann haben wir die Fahrradreifen jetzt auch wieder drauf. Finde ich echt nicht schön, diese dünnen, komischen Winterreifen. Aber ich sage immer wieder, lieber habe ich gute Sommerreifen und gute Winterreifen, als diese Mischbereifung von wegen Allwetter. Weil ich finde, die können nicht alles wirklich so gut wie die einzelnen zuvor genannten Reifen. Deswegen, klar ist das schön und bequem, wenn du da nur einen Satz hast und du fährst das ganze Jahr durch. Aber wenn du sportlich fährst, auch mal auf dem Nürburgring oder ähnlichem,
dann willst du da nicht mit einem Allwetterreifen fahren. Das ist einfach so. Das machst du mit einem Allwetterreifen nicht. Für den Otto-Normalverbraucher und Fahrer auf jeden Fall definitiv zu empfehlen. Ich mach das lieber so. Entschuldigung, ich muss hier durch, Videoproduktion. Entschuldigung, ich muss hier durch, Videoproduktion. Ja, der Schnittmeister kriegt das hin. Was? Der Schnittmeister kriegt das hin. Der lässt da einfach so einen Playboy-Bunny-Hasengirl vorbeilaufen. Auf die Größe kommt's manchmal doch an. So, Nekata ist fertig, weil so sehe ich irgendwie aus in der Kamera, wenn ich so in meinen Kontrollbildschirm gucke. Wir haben die Reifen, ich habe die Reifen drauf gemacht, da hinten steht er, nachgezogen, Luft geprüft, auch gemacht und gerade festgestellt, dass tatsächlich scheinbar nicht die Bremsen das Geräusch machen, sondern die Radlager. Ich hatte es ja schon ein bisschen befürchtet. Es kann wirklich daran liegen, dass die Radlager zu viel Temperatur gesehen haben. Das heißt, auf dem Nürburgring, das harte Bremsen, das viele Bremsen, hat so viel Hitze übertragen, dass das alte Radlager, was jetzt Baujahr 2012 ist, halt in die Fritten ist. Das wäre eine logische Konsequenz und ich glaube auch für den Moment für mich auch die einzige. Deswegen, ja, bedeutet, nächstes Jahr machen wir das Radlager, denn dieses Jahr, nein, wir haben jetzt November, muss nicht sein. Es ist kein Spiel, es ist, es funktioniert, es rollt, es tut, es macht. Ich habe TÜV bekommen, so, das ist halt wirklich jetzt nur in, wahrscheinlich ist das Fett, was da drin ist, in diesem Kugellager, ich weiß nicht genau, wie das aussieht vom Aufbau. Ich denke mal, es ist einfach zu alt und ausgetrocknet jetzt. Langfristig musst du was machen, weil wenn ausgetrocknetes Fett da oder gar kein Fett mehr vorhanden ist, dann wird es irgendwann heiß und im schlimmsten Fall wird es halt dann überhitzen und ich weiß nicht, was passieren kann. Es kann was passieren. Machen wir nächstes Jahr. Ich fahre ja nicht mehr so viel und jetzt werde ich noch ein bisschen saugen. Ihr habt ein bisschen gesehen, wie ich das mit dem hier mache. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Der Anfang war relativ spontan. Wer bis hierhin geguckt hat, herzlichen Glückwunsch. Sie haben leider nichts gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.